Hallo, hier bin ich wieder. Heute ist der 29. Mai und ich bin gestern auf dem Weg nach El Paso, ja, an dem Camino Cruz Chica vorbeigekommen und auch dem Camino oder dem ehemaligen Camino Cumplido und wollte mal schauen, wie weit man da doch gekommen ist. Denn mit der Straße an dem Kreisel, die jetzt da hochführt, ist die Sache ja noch lange nicht erledigt. Das geht ja noch weiter. Da wird ja alles so nach und nach aufgemacht. Hingefahren bin ich jetzt wieder über die Küstenstraße, unten die Straße entlang. Das hat zwei Gründe. Ich wollte mir erstens mal die Leitplanken ansehen. Ich bin ja auf den Rost hingewiesen worden, dass die so alt aussehen. Diese Rostoptik, sieht man hier deutlich, sind die Holzbalken. Also die Leitplanken wurden hier mit Holz verkleidet. Das macht man hier auch sehr gerne. Und ja, macht auch Sinn. Ich denke, die würden sowieso sehr schnell verrosten, gerade unten, je näher man an den Atlantik kommt. Ja, diese Straße ist natürlich deutlich schneller. Also selbst wenn man nach El Paso will, ist man hier auf dieser Straße viel schneller vom Süden des Lavastroms zum Norden hingefahren, als auf der Piste, die halt immer noch eine Piste ist, weil sie nicht asphaltiert werden kann. Man versucht sich dort wieder mit dem römischen Zement und im Moment kann man da wahrscheinlich auch sehr gut weiterbauen, denn ich habe schon hier auf jeden Fall mehr Verkehr gemerkt als beim ersten Mal, als ich hier rüber gefahren bin. Und oben auf der Piste ist jetzt sehr wenig Verkehr. Ich fahre jetzt hier hoch nach La Laguna, um von dort nach El Paso zu fahren. Das ist wirklich wesentlich schneller als durch die Piste. Anders kann man es leider noch nicht nennen. Ist halt von der Temperatur her schwierig. Das wird bei der LP2, die man jetzt vielleicht angeht, noch schwieriger werden. Ja, hier ist jetzt der Camino Cruz Chica. Da denke ich, wird auch ein Durchbruch erfolgen. Das sieht mir zumindest ganz danach aus. Ich schaue mir das jetzt mal von der anderen Seite an, wie das dort aussieht. Ja, hier sind wir jetzt an der Baustelle von der anderen Seite, da wo auch die Feuerwehr und die Schule, also die Feuerwehr ist noch da, aber die Schule, die ist nicht wieder geöffnet, die ist immer noch zu sehr beschädigt. Da ist ja die Lava reingelaufen, das kann man alles noch in alten Videos von mir sehen, wie das mal ausgesehen hat alles. Da ist doch schon viel passiert und hier wird auch viel aufgemacht. Hier war der Camino Cumplido, der ging da auch hoch, der ist auch teilweise erhalten. Ich weiß nicht, inwiefern man da jetzt am Arbeiten ist. Ich kann das nicht wirklich sehen, dass man dort schon aufmacht. Da wird man vielleicht später nochmal hinkommen. Es gibt da nur einen Weg rein, den wird man auch gleich sehen, der dort reinführt. Und da wird wohl auch gearbeitet. Heute ist ja Sonntag und dann sieht man da nichts arbeiten. Aber dieser Weg wird wohl nur zu dieser Bananenplantage dort führen. Erstmal wird man sich auf den Camino Cruz Chica konzentrieren, unterhalb, da wo es dann auch zur Straße geht, um die beiden Teile von La Laguna vielleicht auch hier nochmal zu verbinden. Man kann sogar hier durchsehen und da sieht man auf der anderen Seite dann auch schon die Autos fahren. Hier ist die Schule nochmal und auch die Feuerwehr. Und das hier wird alles aufgemacht werden und sehr wahrscheinlich auch einer Bebauung wieder zugänglich gemacht werden. Ich werde jetzt nach El Paso weiterfahren und auf dem Rückweg die alte Piste zurückfahren. Das zeige ich auch nochmal, da wird wahrscheinlich sehr wenig los sein. Die Straße wird immer schlechter, weil die auch gar nicht mehr so befahren wird und man versucht nochmal diesen römischen
Zement zu legen. Und die Kreisel, die werden auch immer weiter ausgebaut. Denn es gibt ja außer den Kreisel von La Laguna noch zwei weitere.